Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich bin unzufrieden mit diesem Bauplan hier. Um das mal ganz knallhart so zu sagen, denn das möchte ich wirklich so haben, dass dann die einzelnen Sachen einigermaßen gut reinlaufen in eine Crusher-Geschichte und oder halt eben dran vorbeilaufen. So, und dann kriegen wir nämlich auch das Platzproblem gelöst. Wir können ja jetzt hier kleiner bleiben und wir müssen oben anfangen und uns dann so viel zusammenfassen, wie wir brauchen. Das heißt also, hier auf diesem Förderband ist jetzt erstmal alles drauf. Alle Geoden sind da drauf, die innerhalb eines Ticks von 5 Werken gebaut werden oder gemacht werden. Die haben wir dann da drauf. Aber diesen Bauplan, den können wir so erstmal schon mal übernehmen, weil das funktioniert wahrscheinlich so ziemlich überall. Das heißt, wir machen jetzt Steuerung C. Einmal hier rüber. Warte mal. Machen wir dann. Nee, machen wir weg nochmal. Steuerung C. Dann fangen wir hier unten an. Auch eigentlich zu tief, aber gut, wir gehen bis da hoch. So. Und dann klicken wir den jetzt einfach mal hier überall drauf. Und dann müsste das hier nämlich 1A hinpassen. Ah, jetzt stand ich im Weg. Kann ja mal passieren, sowas. Und da können wir jetzt das Wasser nicht setzen. Ach, es geht hier schon nicht, ne? Okay. Gut, dann müssen wir erstmal den Wassergraben hier ziehen. Und dann kommen wir dahin. So, ich muss mal ganz kurz mit die Musik auf den Kopfhörern leiser machen. Die sollte bei euch ja nicht lauter sein als bei mir, aber ich kann quasi an den Kopfhörern nochmal. Also, warte mal, das Wasserding ist da. Lauter, leiser stellen. Und das ist dann. Manchmal ist das ein bisschen zu laut. Einfach. Kann ich das eigentlich auch rotieren, irgendwie, dass das ein anderes Wasser ist? Nee, ne? Eins größer muss es machen, dass 3 Wasser sind. Und dann ziehen wir hier erstmal gnadenlos nach oben durch. Schön frisches Wasser. So muss das. So schmeckt das dem Papi. So. Entschuldigung. Wollte ich so nicht gesagt haben. Habe ich auch nicht gesagt. Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Jetzt müsste ja hier sich irgendwo so eine Blaupause befinden. Ja, ziemlich genau die hier. Die kann ich wegschmeißen übrigens. So, und die kann ich mal bearbeiten. Ich brauche ja das hier oben nicht. Ne? Das kriegt ihr von da. So. Und dann ist das hier die Bezeichnung Geodenberg. Die Produktion ist noch nicht eingestellt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Na gut. Müssen wir natürlich noch machen. So, Förderbänder und ähnliches muss man natürlich auch noch ablegen dort oben. So. Aber wir können natürlich jetzt erstmal die Kameraden hier ein bisschen was bauen lassen. Baumaterial haben sie ja da oben in ausreichender Menge hoffentlich vorhanden. Förderbänder und sowas schmeißen wir denen noch an die Füße. Da könnte was sich ausgehen. Oder wir müssen halt den Funkbereich bloß dahin vergrößern, dass sie das sich selber holen. Aber gut. So. Sind wir jetzt hier schön oben. Da sehen wir schon, sie fliegen los. Und jetzt können wir nämlich mal noch Trick 27,5 machen. Wir nehmen ja hier alles raus. Schmeißen das mal hier rein. Ein Stack nehme ich für mich. Das nehmen wir hier raus. Das schmeißen wir hier rein. Und ein Stack nehme ich mal für mich. Und dann sollte das eigentlich sich hier jetzt mal ganz gut. Ah ja, warte mal, wir können die noch hier hinschmeißen, die können wir hinschmeißen, die können wir hier reinschmeißen, die können wir auch gebrauchen. Ne? So, dann gucken wir mal, wie weit sie kommen und was wir dann noch brauchen. Und dann haben wir hier die Geoden. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, wie viele Geoden ich pro Tick kriege. Das ist, wie viel ich da abtransportieren muss. Das sind ja gar nicht mal so wenig, glaube ich. Das sehen wir. Wo sehe ich denn das? Das sehe ich theoretisch hier drin, ne? Da müsste ich sehen, genau hier habe ich 89 Geräte, ja, okay. Und hier kann ich das Rezept mal drüber. Ne, wo ist denn da? Energie 5 produziert pro Zeiteinheit. Modulstats 2. Solution, Washing Plant, Geschwindigkeit 2,25. Ach.
Moment. Wir oder, ah ja, warte mal, das kann ich doch ganz einfach runterrechnen. Vorsichtig, Katzi. Ich will ja hier oben 60 Output und das ist ja pro Zeiteinheit. Das heißt, ich habe 1 hier, 0, irgendwas hier, 0, hier, also da ist relativ wenig auf dem Förderband. Los pro Zeiteinheit pro Werk. Das muss man auch dazu sehen. Naja. Jetzt bin ich komplett im Kopf durcheinander, aber das kriege ich auch noch raus. Vielleicht kann ich auch in meinen kleinen Dingsbums da reingucken, dann sehe ich das ja eigentlich auch, was da pro einzelner Zeiteinheit an Geoden sozusagen durch die Gegend fließt. Wir hatten ja irgendwas ausgerechnet. Ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber Moment. Könnte, wenn ich wollte. Telekom. Einen zweiten Schirm. Unbekannte da. Das heißt, hier sind. Anzahl der Geoden. Wie die Spiele. Kann man denn ja durchteilen? Also, es sind knapp 60. Blaue und damit. Warte mal, ich muss mal eine Summe drunter machen. Hätte ich. 35 Geoden sind da unterwegs, quasi pro Zeiteinheit. Das heißt, wir brauchen 4 Bänder, die abtransportieren. Das heißt, ich könnte hier jetzt 4 Bänder zusammenführen und dann durchsortieren. Dann haben wir nämlich 4x4 Bänder. Und dann müsste eigentlich immer alles unterwegs sein und alles transportiert werden können. Wenn ich mich jetzt nicht ganz und gar vertan habe im Kopf. So, dann brauche ich jetzt aber erstmal ein paar Förderbänder und dann müssen wir das zusammenfassen und dann müssen wir das in dementsprechend eine Sortieranlage geben und dann müssen wir die sortierten Sachen quasi mit Förderbändern weiter transportieren und zerhacken lassen. Das hat einfach den Sinn, dass ich jetzt quasi dann die Zerhack-Anzahlordnung dann so mache, dass dann da halt eben die Werke zum Zerbröseln stehen und das abtransportiert werden kann. So, du fährst hier einmal im Kreis, das ist nett von dir. Ich will aber eigentlich einmal ins Werk hoch. Ich muss mir nämlich noch ein paar Förderbänder holen und alles solche Sachen. Da werde ich mich jetzt mal einmal nochmal komplett eindecken mit Baumaterialien. Ist ja auch ganz nötig und ganz gut, wenn ich da so ein paar Materialien habe. Und was fällt mir noch ein? Ich wollte noch Mopsekisten reinbauen bei den Zahnradwerken in der Fabrikation von den Förderbändern, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt gleich mache oder später dann erst. So, momentan ist hier alles hoch. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Irgendjemand hat einen Kommentar geschrieben, Mensch, so weit wie du rauszoomst, da ist ja nie die Gefahr, dass du überfahren wirst. Ja, ich hoffe, dass ich nie überfahren werde. Ich möchte nicht überfahren werden. Sorry for that. Naja, aber ich möchte wirklich nicht überfahren werden. Also da habe ich jetzt, habe ich ganz wenig Interesse dran. So, jetzt könnten wir, brauche ich Stapelgreifarme wegen irgendwas? Hatte ich doch mal, filternde Greifarme brauche ich auch nicht. Nee, es passt eigentlich alles so. Müsste eigentlich alles so durchgehen. So, dann brauche ich jetzt Förderbänder noch. Teile habe ich mir jetzt ein paar geschnappt. Die sollten ja nochmal gehen. Dann haben wir 600 Förderbänder nochmal. Da sollte ich auch erstmal eine Weile mit auskommen und nehmen wir noch 150 Unterirdische mit. Und dann nehme ich jetzt hier von jedem Chip nochmal einen Stackity Stack mit. Falls ich unten irgendwas mal bauen muss. Wo ich jetzt nicht dran denke und es wird vieles sein, wo ich nicht dran denke. Aber dann haben wir schon mal alles dabei und dann ist das auch erstmal gut. Können wir zur Not ja auch unten in den Dings schmeißen, in ein Aufbewahrungsbehältnis dann. Aber die roten Chips bräuchte ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da brauche ich ja nicht bloß die Endchips, ne? Oder brauchen wir da auch Zwischenchips? Wie habe ich davon noch? Habe ich noch 200 von, da habe ich noch 19 von. Dann hole ich mir von denen hier noch ein paar. Und dann nehme ich die roten Chips noch einen Stack raus. Aber die dienen ja jetzt auch schon ganz gut an. Das ist schon mal ganz gut. Also die zumindest. Und naja, das Holder ist momentan halt die ganz große Rarität, die wir noch brauchen. Aber gut, das kriegen wir auch hin. So, gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück
Und haben uns jetzt erstmal Baumaterial und alles besorgt, falls wir irgendwas brauchen. Theoretisch brauche ich ja von diesen Knickarm-Robotern jede Menge und eigentlich auch von diesen jede Menge, ne? Und ich kann nicht da schon mal... Ich baue da mal die 80 raus. Ich glaube, da baue ich sowieso die roten die meiste Zeit. Und dann bauen wir hier nochmal ein paar Eisenplatten. Sollte auch nicht das Problem sein. Ich muss noch ein paar mitnehmen und dann können wir auch von den anderen nochmal ein paar machen. Die werden ja jetzt dann hier mit verplant bei den 80 Stück. Weil dann habe ich nochmal 80 rote mehr und ich glaube so um die 100 von den gelben sollte ich machen. Das ist, glaube ich, fair, wenn ich davon 100 Stück habe. So, hier irgendwo am Ende stehen so eine Kiste mit Eisenplatten. Da. Guck mal hier, die ist sogar schon leer. Also hier wird schon fleißig auch Eisen verbraucht. So. Und dann können wir hier, machen wir nochmal 200 Stück davon und dann geht's. So. Gut, das produzieren wir, bis wir unten sind. So ein bisschen Chips haben wir noch in Reserve, das haben wir noch. Gut, okay. Also da können wir mal noch ein bisschen was machen. Ach, warte mal, ich gehe jetzt mal ganz kurz ran und hole mal die 13 Förderbänder noch raus. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich sehr, 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 sehr viele Förderbänder brauche. Für mein Vorhaben dort. Deswegen nehme ich da mal ein paar mit. Ist das schon wieder fertig hier? Ob das schon wieder 600 reingelegt? Das ging ja fix. Dann nehme ich mal die 600 noch mit. Dann habe ich 1200 Förderbänder. Ich denke damit... Gut, sehr schön. Das begeistert mich. Also, wir machen uns dann jetzt auf und werden dort hinten quasi dann 4 Förderbänder müssen wir zusammenführen. Und die dann, also die können wir zusammenführen dann am Ende und dann müssen wir die durchsortieren. Oder wir sortieren jedes einzeln durch und führen das auf, nö, nö. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und dann kommt das, dann wird das dann zum Bahnhof gebracht am Ende, dann das so zercrackt und so und dann ist das. So, kann ich das überall gleich dahinter bauen von der Größe her? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir mal sehen. Genau, das werden wir dann sehen. So, gut, okay. Also, wir sehen ja eigentlich hier, dieses Förderband ist am Schluss schon ganz schön voll, ne? Und obwohl, nee, doch, da ist ja nicht gut Platz, ne? Also rein rechnerisch sind es 4, die wir zusammenlegen können. Ach ja, die Pumpen könnte ich hier noch reintun, sehe ich gerade. Ich habe hier noch ein paar von den Pumpen. Ich habe... Ja, Pumpen, da habe ich noch ein paar Pumpen von. Da muss ich noch ein paar von machen, wa? Da muss ich noch ein paar von machen. Pumpe, 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 Düse. Nee, die Pumpe war es nicht. Die Pumpe war es. Und dann war es noch die Schlammpumpe. Wo ist die denn geblieben? Hä? War die nicht auch hier drin? Da ist er doch. Ah, wir gucken, kann das Glam-Vorteil. So. Okay. Wie, die Plastikrohre haben nicht ausgereicht, die bis jetzt hergestellt wurden? Was ist denn das für ein... Das ist ja schon mal... Sehr hart. So. Was braucht ihr denn da? Das steht hier unten noch. 200 von denen. 102 davon. 17 Lampen. Hä? Achso, die sind woanders. 13 Signale. 11 normale Pumpen. Und davon den Pumpen habt ihr dann genug. Okay, na gut, dann muss ich da ja keine mehr von machen. Dann kann ich den Auftrag ja hier stornieren. So. Gut. Und Plastikrohr braucht ihr aber noch ein paar Stück. So. Dann hole ich nochmal Plastik von oben. Viel kann ich gerade nicht tragen. Moment. Ich lege mal ein bisschen Baumaterial noch ab hier. Muss ich mir gleich wiederholen, ne? Ich besorge mir ein bisschen Laster und der Laster aus Skurbau. So. Damit ich das dann da oben reinlegen kann. Eine Fahrerei ist das hier. Mann, Mann, Mann. So, das ist Silikon. Hier hinten Kunststoff. Ein bisschen was mit hier. Hätte auch mal eine andere Kiste ausräumen können. Naja, gut.
Das wäre jetzt so einfach gewesen dann. Kennt ihr eigentlich das? Also, das hatte ich bei mir in meiner Heimat in der Gegend. Da war das so, dass du an bestimmten Stellen immer wieder quasi dem gleichen Zug begegnet bist, wenn du irgendwo lang gefahren bist. Also, du hast immer wieder den Moment gehabt, also, du hast an einem Bahnübergang gewartet, bist in zwei Dörfer weiter gewesen und bist am nächsten Übergang gewesen. Und dann ist genau der gleiche Zug, den du da vorne schon gesehen hast, wusstest du, dass du den dann an den nächsten auch, an der nächsten Stelle auch wieder kriegst. Ach, das war mal so schön nervig. Ich mag ja solche nervigen Sachen, ne? Sowas, das ist ja richtig. Das ist genau das Richtige für mich. So, okay. Dann haben wir das jetzt erstmal. Habe ich ein paar. Ja, doch, habe ich ein paar dabei. Sehr gut. Die produzieren erstmal noch und dann können die hier hinten weiterbauen. Ah ja, das Baugebiet ist da zu Ende. Weiter bauen sie eh nicht. Achso, da wollte ich ja sowieso noch was dran ändern, ne? Genauestens. Da wollte ich jetzt den hier rausnehmen. Und dann wollte ich den hier drüben erstmal hinsetzen. Da auch einen Bauplatz erstmal in sichern und dann müssen wir gucken, dass wir da dann halt das Stück, wo der steht, nachher natürlich anders machen. Oder vielleicht da einfach eine Lücke lassen in den Förderbändern. Kann ich ihn da, ach, das kann ich schon gar nicht mehr, das muss ich bis da ransetzen sogar. Da steht er da schon mittendrin, na, das ist natürlich sehr dämlich. Warte mal, dann muss ich die hier schon mal generell umsetzen, glaube ich. Dass wir die so gesetzt bekommen, dass das alles noch in Reichweite ist hier. Oh, gib doch mal her. So. Passt gerade genau nicht, ne? So, passt hier irgendwo mit rein. Ja, da kann man ihn erstmal mit reinsetzen. Oh, das ist auch nicht gut, weil dann geht immer das Rohr hier. Habe ich jetzt da überbaut. Ungünstig. Und mitten rein kann man auch nicht setzen. Ah, der ist 4x4 groß, ne? Nicht 3x3. Na gut, dann muss ich da dann immer das Rohr einmal nochmal neu setzen. Ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. So. Jetzt mal hier mal eine saubere Line runter. Ist schon absolut, sieht schon mal ganz gut aus. Bis dahin. So, dann willst du mit. Und du unten im Kreisel kommst auch mit. Achso, da müssen wir auch noch durchbauen hier. Naja, ist gut. So. Den wollen wir die mal da oben ansetzen. Mal gucken, wie weit ich runterkomme. Welche ich denn das nächste sein reinsetzen muss. Das ist zu weit weg und hier müsste ich ihn, könnte ich ihn reinsetzen dann. So. Auch wieder entscheidend. So. Haben wir erstmal ein bisschen mehr Baugebiet erschlossen. Und jetzt kann ich ja nicht jeden zweiten noch rausnehmen und den dann da hinten drüben hinsetzen. Und jetzt muss ich bloß die Kiste, die Baukiste ein bisschen näher daran stellen. Ja. Könnte sich jetzt schwierig gestalten. So. Hier baut sie Kiste. Hier mit reingestellt. Lager. So. Gut. Dann brauche ich jetzt hier nochmal das Rohr nochmal. Die nehme ich schon mal mit. Meist sie da erstmal in die Baukiste mit rein. So. Dann sammle ich das hier wieder auf. So. Dann, achso, kann ich ja die Pumpen hier mit reinlegen, so.
Mann, Mann, Mann. Ja, das muss erstmal organisiert werden hier. So viel Zeit darf dann ruhig sein. So. So, mal gucken hier. Auf der Höhe steht der. Upp. Kann ich den hier reinstellen? Müsste ja noch gerade so Signal haben. Dann kann ich den dann nämlich rausreißen. Ich will das hier wieder so einen Zickzack aufbauen. So, dann müsste die Reichweite ja trotzdem noch dahin reichen. Und die müssen hier überall bauen können. Dann kann ich ganz unten nochmal einen hinsetzen. Und dann habe ich da nochmal ein bisschen Bauplatz. So, gewonnen. Obwohl, nee. Kann ich ja dann mal hier hinsetzen, um hier unten Bauplatz zu gewinnen erstmal. Muss ein bisschen Strom hin. Uns mal hier irgendwo organisieren. Ach, ich brauche genau auf Gleishöhe die Stromleitung. Okay, na gut. Warum auch nicht? So. Müssten eigentlich, also der da oben hat noch keinen Strom. Hier nochmal Strom reinbringen. Hier, die Ionenproduktion steht sogar fest. Gut. So. So. Gut, und dann kann ich die jetzt hier fliegen lassen. So, dann legen die los, hoffentlich. Müsste nämlich alles verbunden sein hier, wenn man jetzt auf die Map guckt. Ja, das ist alles miteinander verbunden. Und wenn wir noch einen haben, den können wir da oben hinsetzen. Und dann haben wir eigentlich einen riesengroßen Bereich zum Bauen hier abgepasst oder beziehungsweise abge... na. Gedeckt. So. Gedeckt. Jetzt bin ich auf das Wort nicht gekommen. Ich könnte wahrscheinlich den hier noch rausrupfen. Der müsste eigentlich die Verbindung über den noch halten. Und dann habe ich den da, ne? Und dann habe ich hier den letzten noch. Gut, dann hole ich den noch her und dann habe ich da den letzten. Und dann sollte hier eigentlich der ganze Bereich erstmal abgedeckt sein von Baurobbys und wir können dann immer fleißig Bauaufträge geben. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns dann wiedersehen und wir die Geodenproduktion dahin in den Gang bringen. Und wir dann ja, den ein oder anderen Prozess dort dann vollautomatisch gut abbauen oder beziehungsweise gut hinbekommen. Wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen förderbandlastig werden, die Baureihen alle so hinzukriegen und den Abfluss dann sauber hinzukriegen. Also es fließen ja dann auch mindestens zwei Teile ab, die sagen wir doch gleich, dafür da sind, dass wir... Müsste eigentlich das Netzwerk noch zusammenhängen? Ah ne, jetzt hängt das nicht mehr zusammen. Das war der falsche, den ich hier abgebaut habe. Sorry dafür, den wollte ich jetzt gerade nicht abbauen. Oder den da abbauen. So. Und das sieht gut aus, ne? Dann ist hier nämlich das Netz noch drüber verbunden, also hier oben der ganze Baubereich ist auch abgeschlossen und theoretisch, wenn ich jetzt hier die Brücke schlagen könnte, dann würden die sogar auf diese Kisten hier hinten zurückgreifen. Naja, aber so viel von den Teilen habe ich noch nicht. Kommt alles noch. Gut, also wir bauen weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis denn. Tschüss.